es Hisham El Gerush, er mit der goldenen Nummer wird ganz außen standen. So, und jetzt geht es hier darum, dass El Gerush seinen Weltrekord noch einmal verbessern möchte. Letzte Runde, 2:33 vorneweg, jetzt El Gerush. Auch wenn er den Weltrekord nicht holt, das ist allemal eine sensationelle Leistung, was uns da der Marokkaner zeigt. 3:26.00 ist der Weltrekord und der läuft nicht mit 3:26.45. Die zweitbeste je überhaupt gelaufene Zeit. Hisham El Gerush hat neue Maßstäbe gesetzt, ganz eindeutig.